Syrien ist konfessionell fragmentiert und außerdem ist Syrien mit Teilen seiner Gesellschaft eben auch, also zum Beispiel nehmen wir mal die Kurden. Die Kurden, die in der Türkei leben, die in Iran leben, die in Syrien leben, unter anderem. Das heißt, es gibt Loyalitäten, die über die Grenzen hinausgehen. Das gleiche gilt für die schiitische und die sunnitische Bevölkerung. Das bedeutet also, dass man nicht diesen Konflikt möglicherweise eingrenzen kann. Das Zweite ist, dass es auch dann noch, und das ist auch anders als bei Libyen, mit Nachbarstaaten Probleme gibt. Also Syrien hat mit Israel ein Problem. Israel hat die Golanhöhen besetzt. Das ist syrisches Gebiet, völkerrechtlich gesprochen. Und außerdem hat Syrien Interessen im Libanon. Libanon hat eine, ich würde fast sagen, eine gewisser Hinsicht nicht vollständige Souveränität, weil es also einen starken Einfluss gibt Syriens auf Libanon, vor allen Dingen über Hisbollah. Hisbollah, eine schiitische Organisation, die sowohl eine Partei ist, als auch Milizen hat, also Waffen hat. Und das heißt aber auch, Hisbollah wird wiederum vom Iran unterstützt, das heißt aber auch, dass es eine Reihe von sogenannten Playern, Spielern gibt, die in der Lage wären, einen Konflikt über die Grenzen Syriens hinauszutragen. Und das meint man eigentlich mit Flächenbrand.